Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Willkommen zurück im Ersten Weltkrieg. Es ist der 19. Juni 1915. Wir sind an einigen Fronten unter Druck geraten. Vor allem hier in Schlesien gibt es eine russische Offensive. Unsere Abteilung, die Katowice gehalten hatte, kurzzeitig ein bisschen zur Flankensicherung nach vorne gezogen wurde, die hat es erwischt, die ist erledigt worden. Und wir müssen zusehen, dass wir jetzt hier den Durchbruch verhindern. Und dann haben wir natürlich die Italienfront, wo wir mit unseren Korps zu spät kamen und Trient durch Italien nun schon genommen wurde. Ich denke, wir werden es nicht schaffen, das zurückzuerobern in Kürze. Mal sehen, ob das das zweite Königsberg wird oder wie wir da reagieren können. In Serbien zumindest ist Bewegung drin. Da erhoffe ich mir jetzt in dieser Runde einiges. Aber starten wir erstmal hier. Wir müssen Schlesien sichern und ich denke, wir haben hier eine Abteilung über. Die werde ich mal nutzen, um sie zu verlegen in Richtung Schlesien. Und ich frage mich, wo wir sie positionieren. Eigentlich müsste Breslau erst gesichert werden. Wir haben ja auch eine neue Einheit, die wir einsetzen können, das 20. Korps. Ich denke, das bringen wir nach Katowice und wir benötigen definitiv noch eine weitere Einheit in Oppeln. Die muss ich von woanders heranziehen. So, aber jetzt bin ich schon ein bisschen wieder vorgeprescht, denn ich wollte eigentlich immer starten mit dem Zeigen der Moralwerte und so weiter. Wir gucken mal. Die Briten sind bei 100%, die Franzosen nur noch bei 77. Wow, okay. Bei 75%, ich erinnere danach, gibt es wieder einen Kampfmalus. Sehr interessant. Die Serben bei 47%, Russland bei 95%, das Deutsche Reich bei 80%, Österreich-Ungarn bei 82%, die Osmanen bei 84%. Diplomatisch hat sich nicht viel getan. Die USA unverändert bei 6%. Alles andere, Portugal bei 67, Rumänien bei 28. Das ist vor allem hier noch interessant für uns. Es wäre wichtig, dass Rumänien erst in den Krieg eintritt, wenn wir, ja, wenn wir Albanien und Montenegro erledigt haben, dann hätten wir entsprechend Ressourcen frei. Schauen wir mal. So, und dann gucken wir nochmal auf die Forschung. Bei den Deutschen wird als nächstes Luftschiffentwicklung kommen und die U-Boot-Entwicklung. Ich werde zwei Sachen noch direkt investieren, weil das mir sehr, sehr wichtig ist jetzt und weil wir auch viele Produktionspunkte haben, 766. Ich werde einmal in Richtung Gas- und Granatenproduktion gehen. Da bekommen wir mehr Geschosse pro Runde, das wird wichtig sein. Und ich will die U-Boot-Entwicklung nochmal steigern, einfach weil das jetzt unsere letzte verbliebene Hoffnung ist, auf hoher See oder irgendwie Widerstand zu leisten. Und das läuft auch gar nicht so schlecht mit den U-Booten. Wir haben viele davon. Wir geben da noch einen Tick aus. Es ist übrigens so, wenn eine Technologiestufe erreicht wird, verliert man ein Forscherteam. Die anderen, die noch bezahlt wurden, die arbeiten weiter. Das heißt, wenn wir jetzt U-Boot-Entwicklung Stufe 1 bekommen, dann haben wir erstmal wieder nur zwei. Aber das ist sozusagen kein vergebenes Team, wenn wir jetzt hier noch investieren. Wir gucken bei den anderen Mächten, wie es da aussieht. Okay. Kein Durchbruch demnächst zu erwarten. Hier bei den Osmanen werden wir Führung und Kontrolle bald bekommen. Das erhöht die Stufe von Einheiten, die Befehlshaber kontrollieren können. Soweit, so gut. Dazu erstmal. Ich werde eine Sache, damit ich es nicht vergesse, auch gleich machen. Und zwar werde ich von den Deutschen aus Produktionspunkte nach Österreich-Ungarn bringen. Weil ich glaube, da brauchen wir sie jetzt dringend. Wir werden nämlich Einheiten ersetzen müssen, die dann in Serbien ja, wieder auf volle Stärke gebracht werden und an andere Fronten geschickt werden müssen. Okay, und hier könnten wir hier nicht eigentlich mal eine Eliteverstärkung machen. Angreifen werden wir nicht, aber es geht nicht. Ich glaube, wir haben, bin mir sicher, was der Grund ist, warum das nicht geht. Möglicherweise darf das nicht in Nähe eines Feindes geschehen. Hier können wir eine normale Verstärkung machen. Wir gucken mal, ob wir dadurch, naja, wir verlieren dadurch einen Punkt an Erfahrung. Das wollen wir nicht. Okay. Lohnt sich hier irgendwo ein Angriff? Tendenziell nicht. Das sieht so aus, als ob wir hier einfach nur in der Verteidigung bleiben. Hier verlieren wir keine Erfahrung. Das können wir noch mal investieren. Das ist gut. Stehen wir in Allenstein. So.
Nee, hier würde ich tatsächlich, hier haben wir auch nur Abteilung. Hier werde ich überall nicht attackieren, sondern einfach nur die Verteidigung stärken. Hier haben wir noch ein neues Korps zur Verfügung. Das ziehen wir hier mit an die Front. Und das kann sich dann hier auch eingraben noch. Was ist mit dir? Dich bringen wir auch auf volle Stärke. Okay, gut. Also ich denke, die Verteidigung wird solide stehen. Dieses Flugzeug, ich habe das Gefühl, wir können dieses Flugzeug eher an der Westfront gebrauchen, weil wir dort ja auch jetzt eine zweite Artillerie haben. Deswegen gucke ich mal, ob ich eine Verlegung hinkriege. Ja, kostet 20. Aber das ist doch sehr, sehr hilfreich, wenn wir hier ebenfalls ein Flugzeug zur Verfügung haben für die zweite Artillerie zur Vorbereitung. Und dieses Jagdgeschwader, können wir da einen Modus definieren? Automatisch machen wir mal, ja. Genau, das wird jetzt Begleitschutz leisten für die Bomber dann später. So, hier muss ich unbedingt dran denken, dass auf jeden Fall noch eine Einheit nach Oppeln muss. Ich weiß bloß noch nicht welche. Hier haben wir jetzt eine interessante Situation, weil Krakau ist jetzt hier in gewisser Weise in Gefahr. Allerdings haben sich diese zwei russischen Korps auch ziemlich exponiert. Theoretisch hätten wir jetzt ein, zwei mehr Korps zur Verfügung, dann hätte man hier versuchen können, einen Kessel zu organisieren. So geht es aber nicht, vor allem aufgrund dieses 9. Korps, das schwer in Bedrängnis geraten ist. Das muss ich wegziehen. Hier gibt es noch eine interessante Gelegenheit. Schauen wir mal, ob wir hier was hinkriegen. Ich greife mal von hier aus auf jeden Fall an, mache einen Entlastungsangriff. Oh, das war sogar 3-0. Das ist natürlich hervorragend. Okay, dann machen wir Folgendes. Wir machen jetzt Ringe rein, gehen hier runter und... Okay. Eins bleibt noch stehen. Da müssen wir aber jetzt was tun. Wisst ihr was? Wir nehmen dieses Kavalleriekorps und reiten damit zum Lubko-Pass und werden von hier aus dieses russische Korps zerschlagen. Das war nicht schlecht. So, und jetzt müssen wir leider hier das so machen. Und dann können wir. Ja, und jetzt ist die Frage, was bleiben wir hier stehen? Wir haben hier diese sehr wertvolle Position. Das ist jetzt eine unglückliche Lage, aber wir müssen hier stehen bleiben, weil wenn wir das nicht tun, dann kann das Korps hier rüberziehen und unseres vernichten. Könnte es im Zweifel sowieso. Wahrscheinlich steht es in Tarnow noch fast sicherer, oder? Ja, das ist jetzt unglücklich, ja. Uns fehlt hier ein Korps. Ich meine, wir haben eine Abteilung noch in Reserve. Die könnten wir hier hinbringen. Das würde sicher helfen. Die Frage ist, wo bringen wir? Also wenn wir das Korps sichern wollen, dann müssen wir die Abteilung hier positionieren. Dann ist diese Position leider jetzt gefährdet, aber im Zweifel können wir die zurückerobern, denke ich, wenn es hier einen Übertritt gibt. Wir machen das so, wir positionieren hier eine Abteilung, um unsere Front hier zu sichern. Und hier würde ich eigentlich gerne einfach nur verstärken. Soweit, so gut. Okay, dann haben wir hier das eingeschlossene zweite Gardekorps. Ich denke, hier können wir einfach einen Angriff drauf machen und es komplett vernichten. Sehr schön. Dann ist das Problem erledigt. Hier müssen wir mal gucken, dass wir Sicht bekommen auf das, was dort stattfindet. Okay, hier hat sich das Gebirgsjägerkorps einfach nur verschanzt. Ich werde mal mit einer Abteilung hier ranziehen. Wir sehen, es ist aber geschwächt mit einer Versorgung 5. Ganz geringe Bereitschaft. Das ist eigentlich nur lästig, aber kein großes Problem. Sagen wir es mal so. Dieses Korps muss verstärkt werden.
Und dann gucken wir mal. Das muss eigentlich weiter den Pass hier halten. Wir werden mit denen klarkommen hier. Also, das geht schon. So, jetzt kommt Serbien. Und jetzt ist es interessant, weil jetzt werden wir hier unseren hoffentlich finalen Angriff auf Uskup durchführen. Schauen wir mal, was hier am vielversprechendsten ist. Die Korps haben alle ihre Anführer. Das auch, das auch, das ist gut. Dann machen wir mal Folgendes. 2-2, hier auch 2-2. Jawohl. 2-3 leider nur. Okay, hervorragend. Dann haben wir hier noch einen Chor. Und dem gelingt dies. Hervorragend. Sehr schön. Damit haben wir die dritte serbische Hauptstadt erobert. Und das bedeutet, dass die Kapitulation im Prinzip bevorsteht. Wir werden hier mit dem Osmanischen Korps direkt einziehen und haben die Hauptstadt damit. Sehr, sehr gut. Okay. Entschuldigt. So. Jetzt müssen wir uns hier eine ganz neue Strategie überlegen. Und meine Überlegung ist jetzt folgende. Wir werden sämtliche österreichische Truppen abziehen und sie an die Italienfront bringen. Und den weiteren Kampf gegen Albanien und Montenegro werden wir den bulgarischen und osmanischen Truppen überlassen. Das ist meines Erachtens machbar und sollte unproblematisch sein. So, jetzt ist die Frage. Wir haben jetzt hier auch eine Abteilung. Eigentlich hätten wir auch hier Abteilungen über, die sich dann um Belgrad kümmern könnten. Zum Beispiel diese bulgarische Abteilung. Müssen wir mal gucken, da könnten wir nämlich dieses Korps direkt verlegen. Das wäre eine interessante Geschichte eigentlich. Können wir hier irgendwas verlegen? Zum Beispiel das hier. Ja, das könnten wir einfach nach Belgrad verlegen. Das ist hervorragend. Machen wir das mal. Dann so kümmern die sich dort um die Partisanen. Und dieses Korps werden wir auch verlegen. Und zwar hierhin. Das machen wir aber anders. Wir werden das Korps dahin bringen. Was haben wir hier für einen Support? Oh, das ist ja erbärmlich. Ja, da ist fast die Frage, ob es sich überhaupt lohnt, dort jetzt ein Korps zu stationieren. Ja, aber wir müssen hier sowieso auch noch ein Hauptquartier hinbringen. Dann wird es sich lohnen. Ich glaube, wir müssen das besetzen. Machen wir das mal. Zumal wir jetzt halt hier eine Einheit direkt an die Front bekommen können. Also verlegen wir diese dort hin. Jetzt stehen wir da zumindest einigermaßen solide wieder. Gut. Und den Rest unserer Einheiten, würde ich sagen, werden wir jetzt erstmal verstärken, so gut es geht. Was haben wir denn hier? Wir haben hier diese Truppe. Können wir natürlich noch nicht verstärken. Dann werden wir sie nachher erstmal bis. Ja, die können wir verstärken schon mal. Dann werden wir sie erstmal nachher bewegen. So, wir haben noch hier eine Dreierabteilung in Pristina und ein bulgarisches Korps, das noch gar nicht angegriffen hat. Aber das nutzen wir gleich für den Weitermarsch gegen dieses Hauptquartier. Das wird uns dann direkt helfen. Ja, leider nicht ganz so befriedigend. Aber hier gibt es offensichtlich kaum Widerstand, wenn ich das richtig sehe. Wir können überhaupt hier auch weiter vorrücken in Richtung Grenze, wobei wir diese Abteilung jetzt auch nicht außer Acht lassen wollen. Aber die müsste eigentlich aufgeben. Serbien müsste kapitulieren, wenn ich das richtig sehe. Okay, wo sind jetzt noch unsere Truppen? Pristina? Greifen wir einmal an. Kriegen wir vielleicht noch Erfahrung? Ja, machen wir das mal. Das wollte ich eigentlich nicht, denn nee, dann können wir es auch zurückziehen. Okay. Wir greifen von hier aus an. Ja, und vor allem, wir kriegen noch einen Moralbonus, ziehen rein nach Pristina und werden die Einheit, die jetzt leider schon einen Bewegungspunkt verloren hat, dann
Nee, ich ziehe sie hier erstmal noch nicht ab. Ah, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Wir müssen die noch hier ein bisschen in Schach halten. So, was allerdings jetzt wichtig ist, dass wir unser Hauptquartier, das wir von Böhm-Ermoli hier hinbringen. Und zwar eigentlich müsste es nach Innsbruck kommen. Die Frage ist, haben wir jetzt noch die Mittel dafür? Verlegen ist möglich. 37, es kostet halt viel, aber es ist meines Erachtens dringend nötig, hier für Stärkung und Sicherung zu sorgen und für Supply natürlich auch. Deswegen bringen wir es jetzt dorthin. Gut. Das stärkt auf jeden Fall unsere Situation an der italienischen Front. Diese Truppen können eigentlich schon mal hier wegziehen. Das Weitere überlassen wir, wie erwähnt, den osmanischen und bulgarischen Truppen. Hier werde ich keine Verstärkung durchführen. Hier warten wir noch ab. Das Korps muss verstärkt werden, aber noch nicht. So, mit dem Hauptquartier können wir problemlos hier hinziehen und hier ziehen wir auch nach. Okay, das scheint mir jetzt alles ganz solide zu sein. Dann haben wir noch das Flugzeug, das eigentlich auch mal verstärkt werden sollte und ich denke, das bringen wir auch an die italienische Front. Oder vielleicht hier, wo wir die Artillerie haben. Wobei wir die Artillerie derzeit nur rein defensiv verwenden. Aber eigentlich macht es dort am meisten Sinn. Also das Flugzeug irgendwo zu haben, wo wir keine Artillerie haben, ist auch schwierig. Na gut, es könnte natürlich um Aufklärung gehen. Das ist was anderes. Aber eigentlich müssen wir auch hier verlegen. Und das machen wir jetzt mal. Auch hier kann Aufklärung sicher nochmal sinnvoll sein. Machen wir mal hier hin. Oder? Aufklärung ist da meines Erachtens nicht nötig. Ne, bringen wir es hier hin. Gut. Ich denke, mit dem Rest werden wir so fertig werden. So, dann haben wir das erledigt. Dann kommen wir jetzt noch hier hin und wir könnten hier einen Angriff machen, aber 2-1, das ist nicht gut. Da warten wir mal, bis wir hier eine vernünftige Versorgung haben, beziehungsweise bis wir hier vorbereitet sind und Angriffe tun können. Das gefällt mir besser. Ich meine, wir können die Einheit unterstellen, dann hat es eine 2-3. Ist auch gleich ein Riesenunterschied. Aber wollen wir das wirklich? Die können wir nicht unterstellen. Im Moment zumindest. Die Verschanzung steigt, wenn wir nicht angreifen. Allerdings, das ist ein Korps, das ist eine Abteilung. Komm, ich mache es. Boah, 4-2 sogar. Okay, das hat sich natürlich gelohnt. Vielleicht haben wir das nächste Mal doch eine Chance, Trient zurückzuholen. Aber ich meinte, wenn ich Italien wäre, würde ich die Abteilung einfach wegnehmen und ein Korps reinsetzen. Und dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Gut. Hier. Was machen wir hier? Ich habe das Gefühl, dass es besser ist, wenn wir nicht in Triest stehen, sondern hinter dem Fluss direkt. Das wird ihnen die Sache schwerer machen, meines Erachtens. Deswegen ziehen wir hier einmal nach vorne und graben uns hier ein. Das Feld lassen wir offen. Und hier ist natürlich die Frage, sie könnten theoretisch auch direkt ins Gebirge ziehen. Hier machen wir mal eine Veränderung. Wir werden hier hingehen und von hier aus uns, da können wir uns nicht eingraben. Wir werden die Abteilung, ach, die wollte ich eigentlich da positionieren, geht nicht. Dann müsste ich das Korps dorthin bringen. Ja, jetzt die Frage, bewege ich das Korps dorthin, um in der Verteidigung gut zu stehen, oder verstärke ich es lieber? Ein Gewaltmarsch wäre hier möglich, aber das ist, glaube ich, keine gute Idee in dieser Frontsituation.
Ich denke, sie können hier nicht gut angreifen von verschiedenen Seiten. Es ist, glaube ich, kein Risiko, das Korps dorthin zu bekommen. Und die Abteilung geht dann hierhin. Ja, und das Hauptquartier, das steht da eigentlich solide, würde ich sagen. Das kann da stehen bleiben. Nun gut, alles klar. Hier wird Verstärkung kommen. Hier werden 4 Korps noch aus Serbien, vielleicht sogar 5 Korps hier auftauchen. Das heißt, hier ist meines Erachtens durchaus eine Offensive möglich. Hier können wir gegen Italien standhalten. So, jetzt geht es um die Westfront und hier gibt es ein paar interessante Geschichten. Das größte Problem ist dieses Korps, das 18. Korps, was hier stark angeschlagen ist. Das müssen wir zurückziehen und wir müssen natürlich die Stellung dort halten. Und die Frage ist, mit wem oder was? Wir können aus Rang könnten wir dorthin ziehen. Dann muss natürlich Rang besetzt werden. Da haben wir aber keine entsprechend starke Einheit. Was möglich ist, dass wir dieses Korps hier, das sächsische Korps, dorthin ziehen. Allerdings will ich natürlich vorher eigentlich diesen Angriff machen. Das scheint mir ganz wichtig zu sein, dass wir das noch hinkriegen. Damit wir wieder dieses Feld freisetzen. Ich werde mal hinfliegen. Begleitet jetzt von einem Jagdflugzeug. Mal schauen, wie das jetzt laufen wird. Abfangjäger und Eskorten sind unterwegs. Und wir kriegen trotzdem Schaden, trotz Abfangjäger. Das ist natürlich sehr dramatisch. Gut, wir feuern hier drauf. Leider nur mit einem Geschoss. Das muss auch wirklich mehr werden. Ja, und jetzt müssen wir diesen Angriff machen. Und ich hoffe sehr, dass wir nicht mehr als 2 verlieren. Okay, das hat geklappt. Gut. Die ist natürlich hart angeschlagen jetzt. Jetzt bringen wir die Einheit. Ah, schaut mal, die kann sogar noch. Ah, das ist mir zu riskant, ne? Aber warte mal, wir machen wir jetzt mal Folgendes. Wobei, wir können dort auch attackieren. Ne, wir gehen auf Nummer sicher. Wir ziehen die Einheit hier zurück. So. Dann gehen wir hier vor und hoffen und beten, dass die dort die Stellung hält. Aber von hier aus kann sie ja erstmal nicht angegriffen werden. Jetzt machen wir hier unseren Angriff. Oder wir müssen auf jeden Fall hier runterziehen, das ist klar. Das ist mir lieber. Jawohl. Okay, 4-1. Sehr gut. So, jetzt haben wir wieder die Situation, dass dieses Feld frei ist. Und wir könnten es jetzt besetzen auf die Gefahr hin, dass wir dann wieder dort einen Korps verlieren an dieser Stelle. Aber wir haben dann wieder die Versorgung unterbunden in Richtung Verdun. Das war ja eigentlich der entscheidende Punkt, nicht wahr? Spannend. Wenn wir kriegen das nicht hin, mit der Kavallerie dort reinzuziehen und wieder rauszuziehen, das funktioniert nicht. Das wäre die eleganteste Lösung, geht aber nicht. Ich gucke mal ganz kurz, was hier unten los ist. Hier ziehen wir die Abteilung wieder rein, das ist klar. Hier könnten wir einen Tausch machen. Ja, wisst ihr, was wir machen ist? Mal gucken. Ich bin gespannt, ob wir das halten. Aber wir müssen das Feld irgendwie bekommen. Wir ziehen hier so rein. So, dann lassen wir hier offen. Das ist kein Problem. Das Feld lassen wir auch offen, meines Erachtens. Da können Sie von mir aus wieder reinstoßen, wenn Sie wollen. Und hier machen wir jetzt keine Angriffe. 2-1, das ist nicht gut. Nee. Der Gegner ist hier allerdings geschwächt. Ich habe die Hoffnung, dass wir das halten können und dadurch Verdun wieder abgeschnitten wird. Und das ist dann, wie gesagt, die Vorbereitung auf den Angriff. Ich versuche hier weiter mit unserem Luftschiff zu bombardieren. Ich meinte, der eine Jäger dort. Okay.
Der zweite Abfangjäger. Luftschiff konnte allerdings ausweichen. Gut. Passiert ansonsten weiter nichts. So, jetzt haben wir den Frontabschnitt geklärt. Wir haben immer noch das Problem, dass ich hier nach Oppeln was bringen muss. Am liebsten würde ich eigentlich eine Kavallerie dorthin bringen. Aber diese kann nicht verlegt werden. Und ich glaube, wenn wir sie bewegen, kann sie auch nicht mehr verlegt werden. Insofern werde ich, glaube ich, von hier oben ein Korps abziehen. Das hilft jetzt nichts. Eine Abteilung wäre mir lieber. Aber wir machen das. Wir verlegen hier ein Korps, um hier ganz auf Nummer sicher zu gehen in Oppeln. So, jetzt haben wir wieder das Problemchen. Hier haben wir ein Reservekorps. Das muss verstärkt werden. Das geht aber eigentlich von hier aus. Allerdings gibt es hier wieder ein paar Optionen. Schaut mal, 3, 1 und so weiter. Wir gucken mal. Ich greife mal hier an. 2, 1. Nee, da lohnen sich meines Erachtens keine weiteren Angriffe. 2, 4 ist auch sehr verlockend, aber wir stehen hier sowieso extrem exponiert. Das machen wir mal nicht. Wir werden dieses Reservekorps... zurückziehen, mit dem hinziehen. Wie gesagt, um Moral zu sparen, mache ich hier keinen Einheitentausch. Und, ah, verdammt, dort kommen wir nicht hin. Das ist natürlich jetzt blöd. Jetzt haben wir eine ungünstige Situation. Wahrscheinlich muss ich das 7er Korps dorthin bringen. Ja, ich meine, hier können sie nur von dort angreifen. Das hätte ich wahrscheinlich besser machen können. Ziehen wir dort so weit hin. Ne, hier machen wir keine Angriffe. So, und das heißt, hier haben wir noch ein kampffähiges Fort. Das muss tendenziell jetzt Richtung Verdun geschickt werden. Und das hier ebenso. Und hier werden wir jetzt verstärken, da wo es geht. Da geht es nicht. Hier auch nicht. Eingraben ebenfalls nicht möglich. So, maximale Verstärkung hier auch nicht. Die Kavallerie. Was machen wir mit der? Ich denke, wir werden die auch mal verstärken. Die werden wir mit Sicherheit noch gebrauchen können. Hier haben wir auch noch eine Kavallerie, die will ich jetzt mal irgendwo auf die Gleise bringen. Von dort kann sie ja auch verlegt werden. Möglicherweise im nächsten Zug an die Ostfront, werden wir sehen. So, alles andere ist hier erledigt. Metz können wir noch verstärken. Und... dieses Korps, da verlieren wir möglicherweise Erfahrung. Ja, das hatten wir das letzte Mal schon immer so gemacht. Und das betrifft dieses nicht. Hier verstärken wir. Okay. Ich würde mal sagen, hier stehen wir ganz gut jetzt. Ja, prima. Dann kommen wir hier an diese Front. Die lasse ich hier stehen. Kaukasus ist das Thema. Hier haben wir eigentlich dieses Gebirgsjägerkorps einigermaßen umschlossen, aber schaut euch das mal an. Wir kommen hier überhaupt nicht weiter, das bringt nichts. Hier ist auch eine doofe Situation entstanden. Wir müssen versuchen, mit dem Korps, das wir jetzt nicht verstärken konnten, hier die Stadt zu halten. Ich hoffe, das gelingt. Die Abteilung werden wir versuchen, hier oben jetzt näher zu bringen. Hier ist ein bisschen der heikelste Punkt. Und ansonsten denke ich, machen wir jetzt hier nur Folgendes. Wir werden einfach komplett die Einheiten verstärken. Das ist, glaube ich, das Beste. Da, wo es geht, das Beste, was wir machen können. Dort sind wir eingegraben. Das ist kein Problem. Hier sind wir noch nicht eingegraben. Das machen wir.
Hier verstärken wir uns auf Maximum 10. Erfreulich. Hier geht es nur auf 7. Machen wir trotzdem. Und hier auf 10. So. Hoffen wir mal, das hält so. Dann haben wir hier unten. Und wir hatten ein Korps in diese Richtung geschickt. Gewaltmarsch geht nicht, weil der Supply dort nicht ausreicht. 2-1. 2-0. Nee, im Moment erreichen wir da nicht viel, brauchen wir nichts tun. So, dann haben wir hier die Ägyptenfront. So. Leider kommen wir mit dem Korps im Moment noch nicht an die Front. Aber wir versuchen mal hier was. Wow, 2-2 allerdings. Ei. Insofern. Ziehen wir die mal zurück. Ziehen das Korps hier ran. Ah, schade. Okay, und bringen euch hier ran mit der Abteilung. Ich meine, wir können sie ruhig weiter schwächen. Machen wir das mal. Er hat hier nur Abteilung stehen. Das macht mich jetzt erstmal nicht nervös. Ich hoffe, wir halten hier Stand. So. Das heißt, wir haben jetzt hier drei Korps und eine Abteilung. Das ist doch gar nicht so schlecht. Mal gucken. Vielleicht haben wir da ein bisschen Glück. So, damit haben wir im Prinzip alle Landeinheiten bewegt. Dann kommen wir zur geliebten Marine. Und wir haben hier erneut ein Schlachtschiff und dort ebenfalls ein Schlachtschiff und noch ein Schlachtkreuzer. Und jetzt wollen wir mal probieren. Wir werden erstmal Folgendes tun. Wir werden alle Nicht-U-Boote, soweit es geht, hier wegschaffen. Damit wir, obwohl wir warten erstmal die Kämpfe ab. Vielleicht können wir hier und dort doch noch einen Treffer landen. Aber ansonsten möchte ich eigentlich keine eigenen Schiffsverluste mehr erleben. Das kostet nur nationale Moral. So, 0-2. Jawohl, sogar 0-3. Hervorragend. Das sieht doch mal gut aus. Warum zum Beispiel hat der eine Prognose von... Ach so, gibt es auch Vorbereitungs... Ah. Nee, gibt es glaube ich nicht auf hoher See, ne? Den Vorbereitungsangriff. Warum hat er nur 0-1 und der hat 0-2? Das verstehe ich nicht ganz. Der hat 0-2 bei einer geringeren Bereitschaft. Ganz merkwürdig. Aber dann scheint es doch Vorbereitungsangriffe zu geben, oder? 3-0. Die Werte sind die identischen. Das verstehe ich wirklich nicht. Okay, nur ein Schaden. Jawohl. Aber wir kriegen es. Das Schlachtschiff ziehen wir jetzt. Ach nee, das kann vielleicht noch Minen legen. Müssen wir mal gucken. Ziehen wir mal nicht so weit weg. So, was bekämpfen wir eigentlich? Das Orion. Ah, verdammt, das hatte schon angegriffen. Oh, das ist ärgerlich. Wer kann denn noch angreifen hier? Du hast noch einen Angriff. Und du. Jawohl. Sehr schön. Das gibt uns Moralbonus. Und auch wir haben mal wieder ein Schlachtschiff erledigt. So, welche U-Boote sind jetzt noch aktionsfähig? 0-3, 0-3. Ja, es muss diesen Vorbereitungsbonus geben. 0-2. Ja, dann greifen wir hier an. Eieiei, das sieht ja richtig gut aus, Leute. Das sieht ja richtig gut aus. Da setzen wir natürlich nach. Nein, wir haben dort nochmal Feindkontakt. Das ist ja bitter. Jawohl! Zwei britische Schlachtschiffe erledigt. Jetzt waren sie aber zu übermütig.
Das ist ja eine wahre Freude. Hervorragend. Okay, dann gucken wir jetzt nur, wie wir uns positionieren und ob wir noch irgendwas übersehen haben. Die haben alle angegriffen. Ich würde ja gern noch hier eine Mine legen. Vielleicht in diesem Bereich oder... Nee, das darf hier nicht an der... Nee, das darf hier nicht an der Handelsroute sein. Idealerweise wäre hier die nächste Mine, aber das geht nicht, solange hier ein Schiff liegt. Das können wir natürlich nicht machen. Dann müssen wir da erstmal ruhig bleiben und müssen uns das merken. So. Wie ziehen wir jetzt unsere Einheiten? Wir machen das so. Hier ziehen wir lang. Dann hier. Und dann kann ich nur dorthin. Ja, dann mache ich das auch so. Den werde ich nochmal schleunigst wegziehen, dass wir da keinen unnötigen Verlust noch haben. Das war wieder verklickt. Ist aber nicht so schlimm. Hier schützen wir jetzt einfach unseren Zerstörer und warten, was als nächstes hier passiert. Okay. Gut. Soweit dazu. Das war ja doch diesmal ziemlich erfreulich. Und 1500 Moralbonus, das hat uns gut getan. Ich weiß gar nicht, ob das sofort verrechnet wird. So, hier schauen wir mal. Vielleicht können wir noch den Zerstörer in Sicherheit bringen. Okay. Feindliches Schlachtschiff. Da konnten wir ja mit unserem U-Boot ein bisschen was tun. Jawohl. Und der Zerstörer, der kommt mal hier in den Hafen. Okay. So, das war das. Mehr ist hier nicht machbar. Und auch hier werden wir nichts tun. Und damit haben wir die Flottenbewegung erledigt. Und jetzt haben wir noch eine Menge Produktionspunkte über, die wir investieren können. 371 mit den Deutschen. Wir schauen mal. Ich denke, dann ist es an der Zeit, jetzt hier uns mal die nächste Artillerie jetzt hier zu besorgen. Die dritte. Ich glaube, mehr dürfen wir denn regulär auch nicht. Mehr können wir auch erstmal nicht. So, 71 haben wir noch über. Gibt es möglicherweise noch eine billige Abteilung, die wir nachholen können? Ja, Breslau, hervorragend. Wird auch noch gekauft. Dann haben wir 26. Mit Österreich-Ungarn können wir nichts mehr. Was machen wir mit den Osmanen? Schauen wir mal ganz kurz. Wir könnten eine weitere Abteilung für 83. Oder wir sparen uns das auf oder wir gehen in einem Forschungsbereich noch weiter, der möglicherweise wichtig sein wird. Tja, Artilleriewaffen. Wir müssten eigentlich, wisst ihr was, wir sparen das mal auf. Vielleicht gönnen wir uns das nächste Mal auch eine Artillerie mit den Osmanen. Ich glaube, das ist, wäre auch nicht schlecht. Mal gucken, aber ob wir auf 300 Punkte kommen, bezweifle ich ein bisschen. Aber lassen wir es erstmal. So, dann haben wir unseren Zug beendet. Und jetzt bin ich gespannt, was nun passieren wird. Vor allem interessant ist, ob wir die Stellung hier halten können. Und ja, an den restlichen Positionen bin ich eigentlich relativ optimistisch. Da gibt es eigentlich keine großen Gefahren. Aber mal sehen. Achso, Ägypten könnte ein bisschen knapp werden. Mal gucken, was der Gegner da macht. Und natürlich Italien ist interessant. Ja, die serbische Moral sinkt aufgrund des Verlustes von Pristina. Und Serbien kapituliert. Hervorragend. Und damit verschwinden alle serbischen Einheiten. Und ach, die, richtig, da hätte ich drauf achten müssen, wer was erbeutet. Die Osmanen erbeuten die Produktionspunkte. Ja gut, das bedeutet, dass sie dann die Mittel vielleicht tatsächlich haben für eine Artillerie. Weitere Einheiten von Kitcheners Armee treten ihren Dienst an. Okay, Norwegen wird überfallen.
Nach einer Bombenexplosion im US-Kapitol in Washington DC wird J.P. Morgan Jr. angeschossen und verwundet. Der deutsche Agent Erich Münter wird für die Bombenexplosion und den Mordanschlag verhaftet. Ach du Schreck. Und wir haben U-Boot-Entwicklung Stufe 1. Hervorragend. Sehr, sehr gut, Leute. Und die Osmanen haben Führung und Kontrolle Stufe 1. Infanterie. Oh, das geht ja richtig ratzfatz. Das ist schon der zweite Fortschritt in dem Bereich. Sehr, sehr gut. So, wir bekommen 532. 52 schicken wir nach Österreich-Ungarn. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Jetzt wird es interessant. Ja, U-Boote werden gejagt. Von der italienischen Flotte, aber U-Boot-Jagd ist nicht so einfach. Besonders mit diesen Schiffen geht das eigentlich gar nicht. Geht eigentlich nur mit Zerstörern. Okay. Die wollen jetzt unser Zerstörer zerstören. Hätten wir ihn doch mal weiter zurückziehen sollen. Aber dadurch gibt es jetzt erneut möglicherweise Opfer für uns. So. Okay, da gibt es eine Umstrukturierung. Interessant. Katowice geht es nicht weiter nach vorne. Klausenburg wird versucht zu verstärken. Das wird aber nicht gut funktionieren. Bindet aber halt bei uns, von uns Truppen. Insofern ist das schon keine schlechte Aktion gewesen. Aber sie haben auch einen Korps verloren und werden dieses natürlich auch verlieren. So, da unten haben wir immerhin ein Großschiff, was wir uns wieder aufs Korn nehmen können, zumal unsere U-Boote jetzt nochmal deutlich besser geworden sind. Da wird diese Stellung wieder angegangen. Na, mal gucken. 2-4. 2-3. 1-2. Jetzt wird's eng. Ich glaube, das halten wir nicht. Hier verlieren wir den Chor. Jawohl. Jetzt ist es so doch passiert. Erneut Angriffe in den Vogesen, aber da haben sie keine Chance eigentlich. Da stehen wir zu gut. Jetzt gibt es ein Korps, greift die Abteilung an. Kommt das nächste Korps. Ja, da können sie aber nicht, kommen sie nicht weiter. Gebirgsangriff. Krakau wird sich gut verteidigen, habe ich keine Bedenken. Tatsächlich. Gut, dass wir da zwei Korps stehen haben. Das war verlustreich. Na, mal sehen, da können wir vielleicht einen Gegenangriff machen. Weitere Korps werden ausgehoben. So, südlich von Amiens steht jetzt wieder der Franzose. Eieiei. Das ist aber ziemlich mutig gewesen, weil das Korps wird
abgeschnitten werden. Das soll uns recht sein. Die Frage ist, wie wir das abschneiden. Wir bräuchten eine andere Einheit, die das sichert. Ah, da könnten wir die Kavallerie nehmen, die wir auf die Gleise gebracht haben an der Westfront. Die russische Moral sinkt aufgrund des Verlusts von Serbien. Na, das ist doch erfreulich. Sinkt da auch mal die Moral. Und auch die französische Moral sinkt. Und es stärkt die österreich-ungarische Moral. Das Deutsche Reich feiert die Niederlage Serbiens. Ja, das ist auch wirklich jetzt ein Fortschritt gewesen. Juli 1915 ist uns das gelungen. Deutsche Truppen kapitulieren in Südwestafrika. Gut, ein Korps verloren, wenn ich das richtig sehe. Aber was eigentlich fast noch wichtiger ist, ist die Situation, dass wir dort bei Verdun sicher jetzt stehen. Wir konnten in Erfahrung bringen, dass General Wille, Oberbefehlshaber der Schweizer Armee, plant, den Schweizer Bundesrat aufzufordern, auf unserer Seite in den Krieg einzutreten. Möchten Sie 25 Punkte investieren, um Agenten einzustellen, die General Wille daran unterstützen, den Beitritt der Schweiz zu den Mittelmächten zu propagieren? Die Schweiz ist bekannt für ihre Neutralität in europäischen Kriegen, doch im Juli 1915 forderte die ranghöchste militärische Persönlichkeit der Schweiz das Land zum Kriegseintritt auf. Der germanophile General Ulrich Wille hätte einen Bürgerkrieg zwischen deutsch-französisch- und italienischsprachigen Schweizern riskiert, wäre sein Vorschlag auf ausreichende Unterstützung gestoßen. Wenn wir hierzu Ja sagen, wird die Schweiz 15-30% stärker zu den Mittelmächten tendieren. Das Problem ist, um sie auf unsere Seite zu bekommen, müssten wir dann noch weitaus mehr investieren. Und es ist auch äußerst unwahrscheinlich, dass das klappt, diplomatisch, um sie dann auf 100% zu bekommen. Weil es ist so, wir können bei der Schweiz, glaube ich, nur zwei gleichzeitige Investitionen machen maximal. Und jede bringt jede Runde eine 5%ige Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt ein bisschen vorangeht. Und ich glaube, das ist nicht erfolgversprechend. Wir werden das ablehnen. Wir werden diese 75 sparen. So, wir haben eine Abteilung und ein Korps zum Einsetzen. Sehr schön. Ein Korps in Österreich-Ungarn und eine Abteilung für die Osmanen. Das ist doch ganz erfreulich. Gut, sehr schön. Wir gucken ganz kurz mal ausnahmsweise am Ende hier auf die Moralwerte. Frankreich ist bei 70%. Das ist natürlich hervorragend. Das sollte ihre Kampfmoral nochmal schwächen. Perfekt für einen potenziellen Angriff. Schaut mal, Bereitschaft und Moral bei Verdun sind nur noch bei 50%. Oh, wir haben, wie viel? Wir haben hier 3 Geschosse angespart. Leider stehen wir im Moment nicht gut. Das heißt, wir können erst das übernächste Mal den Angriff wirklich durchführen. Wir müssen hier noch Korps ranführen. Hier und dort, das muss besetzt sein mit vollzähligen Korps. Aber ich sage mal, der Angriff wird in 2 Runden stattfinden. Verdun werden wir versuchen zu nehmen. Und ich bin optimistisch, dass uns das gelingen wird. Liebe Leute, wir sind am Ende der Staffel angekommen. Es ist echt spannend. Ich würde mal sagen, an der Ostfront stehen wir stabil. Hier können wir uns ebenfalls halten. Hier verzetteln sich so ein bisschen die russischen Angriffe, ziehen sich hier so ein bisschen weiter rüber. Das müssen wir irgendwie berücksichtigen bei unseren Bewegungen. Wird noch interessant. Serbien ist gefallen. Ich finde, recht früh, das hilft uns. Wir werden jetzt gegen Albanien und Montenegro vorgehen und haben jetzt viele, viele Korps frei, um hier gegen Italien Druck zu machen. Mal schauen. Oder wollen wir hier leider nur defensiv stehen und lieber hier gegen Russland Druck machen? Wäre auch eine Möglichkeit. Sogar eine interessante Option. Wir sehen, dass jetzt hier wirklich Lücken in der Verteidigung da sind. Eieiei. Spannend. Der Vorteil ist, wir haben hier eine Artillerie, wir haben hier schon die Aufklärungsbomber. Jetzt so, wo ich darüber nachdenke, ich würde mal sagen, hier stehen wir solide. Hier einigermaßen auch. Hier werden wir vielleicht noch eine Abteilung hinbringen. Aber dann hätten wir 1, 2, 3, 4, 5 Korps zur Verfügung, um hier vielleicht eine Offensive gegen die Russen zu starten. In Richtung Warschau. Im Prinzip, oder einen kleinen Kessel vielleicht hier
Ja, das müsste eigentlich das Ziel sein. Ich ändere meinen Plan. Wir werden hier nicht den Druck gegen Italien erhöhen. Hier werden wir suchen, defensiv zu stehen, sondern wir werden den Druck gegen Russland erhöhen. Das ist ein Ausblick auf die nächste Staffel, liebe Leute. Wir sehen uns wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Steinwall.